Hallöchen liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play Mystery Case Files Ravenhearst. Über Skyfly Gaming bin ich an dieses Spiel geraten, denn die haben mir das nämlich vorgeschlagen mal zu machen. Es soll nämlich sehr sehr spannend und interessant sein. Es ist ein Wimmelbildspiel von Big Fish Games und ich werde jetzt einfach mal die ganze Reihe davon durchgehen. Es gibt bis zu 5 Spiele davon und ja, fangen wir einfach mal mit diesem an. Meine Freundin ist als Begleiterin auch dabei. Hallo! So, wir sind ein Privatdetektiv und müssen Puzzleteile zusammensetzen eines Tagebuchs. Und nun ja, in diesem Schloss da hinten, wie wir erkennen können, diese ganzen Teile finden und das Gesamtbild zusammensetzen, damit wir den Fall lösen können. So, wie nennen wir uns denn? Blöd. Blödi Judge, okay. Passt wahrscheinlich nicht rein. Ich kann es auch irgendwie nicht tippen. Ah. Blödi. Ach, ein Ö geht nicht mal. Gut. Blödi. Dann nenne ich mich einfach mal. Okay, das geht wohl ganz nicht. Der Name geht ganz nicht. Ja, ganz nicht. Ganz nicht ist ein anerkannter Ausdruck. Ein anerkannter. Ein anerkannter Ausdruck, genau. Dann bleiben wir bei Blödi. Das scheint offensichtlich zu passen. Jetzt na, dann auf geht's. Sein, ja, vielleicht solltest du dich auch Blödi nennen. Hey! So, Option, was gibt es denn da? Ach ja, genau, ich wollte sagen, dass mich an diese Reihe von Wimmelbildspielen erinnert, die der Grom mal gespielt hat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißen. Irgendwie Grim Tales? Oder? Ah, die sind auch von Big Fish Games. Das macht nämlich richtig Spaß. Ah, längeres Zeitenlimit? Okay. Welchen nehmen wir? Der entspannte Modus für super chillen, da steht dann ist wahrscheinlich fehlt eine Klammer. Super chiller Modus. Okay, wir nehmen aber das für normale. Kiffen wir kiffen nicht. Hey, ich nicht. Du sagst du jetzt. Ja, das sagst du jetzt. Bei so vielen Lippenstiften. Was? Ich muss dich ja irgendwie ertragen können. Ach so. Gut, wir nehmen. Ich hab gedacht, wie kiffig meine Lippenstifte. Was? Dann nehmen wir den Detektivmodus. Schön, oh Gott. Erster Eintrag, 24. August 1894. Mein neues Leben. Heute bin ich endlich in Blackpool, England, eingetroffen. Ich vermisse meine Freunde und meine Familie, die in Iowa geblieben sind. Jetzt schon, aber ich war fest entschlossen, nach meinem Abschluss der Lehrerausbildung die Flügel auszubreiten und mehr von dieser schönen Welt zu entdecken. Ich habe ein Zimmer bei der Direktorin, bei der ich mein Referendat absolviere und der ich dafür im Haushalt ein wenig zur Hand gehe. Aha, im Haushalt zur Hand gehen, okay. In der Küche bin ich allerdings nicht sehr bewandert. Doch mit etwas ich wollte gerade sagen, mit etwas Gebäck, mit etwas, doch mit etwas Glück werden meine. Mit etwas Kork werden meine geringen Kochkünste ausreichen. Ja, meine geringen Kochkünste ausreichen. Mit seinem Big Dong. 5. September 1894. In dieser kleinen Gemeinde ist es zwar ziemlich ruhig, aber ich bin schon sehr gespannt auf den jährlichen Herbsttanz, der diesen Freitag stattfindet. Ach, es geht sogar noch weiter. Oh! Sehr geehrter Meisterdetektiv, durchsuche Ravenhearst. Was? Sehr geehrter Meisterdetektiv. Das ist doch keinen Namen. Durchsuche Ravenhearst Manor nach Hinweisen auf Emmas verschwundene Tagebucheinträge. Ich vertraue darauf, dass du dieses Mysterium durchschauen kannst. Aber du musst dich beeilen. Hochachtungsvoll die Königin von England. Als ob die das interessiert. Wie das bockt. Willkommen, Agent Blödi. Finde verschwundene Tagebucheinträge, indem du im Haus nach versteckten Hinweisen suchst. Wenn du genug Hinweise gefunden hast, kannst du die Vergangenheit mit Hilfe des Kriminalcomputers zusammensetzen. Okay. Du kannst die Vergangenheit verändern. Das vielleicht auch. Verbleibende versteckte Hinweise 22. Oh, das ist aber ein strenges Zeitlimit. Mein lieber Bubherr. Hinweis, suche wichtige Orte auf, indem du auf die markierten Ordner im Grundriss von Ravenhearst Manor klickst. Okay, wir haben Salon und Eingang. Salon. Nein, den Salon. Wir gehen erstmal in den Eingang. Hinweis, finde an jedem Ort Hinweise. Wow.
und klicke sie an. Ich habe einen Hinweis gefunden. Ich habe eine Katze gefunden. Was? Oh mein Gott. Damit sie in deine Aktentasche gesteckt werden. Oh geil, wir stecken die Katze in die Aktentasche. Du musst dein Rückgrat finden. Oh geil, das stecke ich gerne in meine Aktentasche. Ich habe mein Rückgrat in der Aktentasche. Klicke auf Hinweis bekommen. Wenn du Hilfe brauchst. Oh, ich glaube, das brauche ich oft. Guck mal, da liegt eine Kassettenrekorder. Vorsicht, wenn du auf die falschen Gegenstände klickst... Was? Vielleicht sollte ich aufhören, auf du was drücken. Okay, Harfe, Mandoline, Maracas, Schädel, Fächer, Gießkanne. Das ist eine interessante Frage, aber hier ist ein Schlüssel. Den brauchen wir nicht. Klicke auf Hinweis bekommen. Ah, das war... Ach so, oder einen anderen Ort durchsuchen. Okay, wir suchen... Was brauchen wir nochmal? Die Gießkanne. Da sehe ich einen Topf. Eine Schere. Ein Pizzaschneider. Maracas, sind das nicht Schuhe? Ah, das ist der Pizzaschneider da unten bei den Tomaten. Ah, ja. Hui, auch in meiner Aktentasche Pizzaschneider. Ich habe heute noch was vor. Oh, hier ist die Gießkanne. Maracas, wie gesagt, ich meine, ist ein Schuh, oder? Da oben ist der Fächer. Ja, Tatsache. Ich probiere es einfach mal. Okay, scheinbar nicht. Dann lieber nicht. Die Mandoline müsste doch eigentlich auch relativ ersichtlich sein. Da hinten, das da. Zicksch, sage ich doch. Ein Schneebesen, Kokosnuss. Sag mal, wir hatten hier da... Schädel. So, bist du die Maracas? Da ist ein Schädel. Ah, das waren die Maracas. Wo ist der Schädel? Da neben der Schlange da. Ja. Da warst du direkt drauf. Ah, ich war direkt drauf. Wow. Okay, die Harfe. Oh, ich sehe ein Gewehr. Aber das ist nicht die Harfe. Die Harfe ist da oben bei der Katze. Tatsache. Gut entdeckt, wo ist bitte das Rückgrat? Verfluchte Kacke, ich weiß, wie ein Rückgrat aussieht, aber ich sehe hier gerade. Ah, hier! Interessant, wenn man dann mit der Maus drüber fährt, sieht man das. Oh ja, yeah, gut gemacht! Du hast an diesem Ort alle Hinweise gefunden. Klicke auf OK, um zur Karte zurückzukehren. Alles klar. Der Salon. Rätselschloss! Die Tür zu diesem Raum ist versperrt. Du musst das Rätsel lösen, um hineinzukommen. Kannst du das Verbrechen in kürzerer Zeit mit anderen Hinweisen aufklären? Was? Die Tür dieses Raums ist durch ein ausgeklügeltes Rätselschloss versperrt. Löse das Rätsel, um Zutritt zu den hinter dieser Tür, dieser Tür versteckten Geheimnisse zu erhalten. Guck mal, da ist ein Telefon. Telefon. Verflucht. Ring um meine Eier. Gut gemacht. Man muss ja gelöst. Welp. Okay, die Sonnenuhr vielleicht ins Licht stellen? Den Planeten ins Licht? Muss ich alle Gegenstände verwenden? Ich weiß nicht. Telefon, Hilferuf. Möchtest du dieses Rätsel überspringen? Was? Nein, ich will die Rätsel nicht überspringen. Das ist die Frage, bist du zu blöd für dieses Rätsel? Mhm. Ja. Scheinbar schon. Muss die Sonne auf diese Seite, weil da ist... Nein, eigentlich muss ja hier, weil da ist ja Licht. Und theoretisch eventuell... Oder die Taschen... Ach, ich hab's begriffen. Echt? Ja. Ich habe das Rätsel durchschaut. Alle Nachtdinge müssen in die Nacht und alle Tagdinge müssen in den Tag. Du verstehst? Mhm. Nur was mache ich mit der Sonnenbrille? Ach, oder so. Die Sonnenbrille würde ich vielleicht mit der Tasche. Ja, stimmt. Austausch. Entschuldigung, du hast recht. Natürlich, klar, macht Sinn. Logisch. Das war brutal schwer. Da habe ich auf einmal brutal die Leder kaputt. Brutal die Leder kaputt zu. Ich kann mit dem Zauberspruch mein Buchs ausziehen. Du hast das Rätsel gelöst und die Tür geöffnet. Die Tür. Die Tür habe ich geöffnet. Klicke auf, okay, um hin. Entschuldigung. Neu zu gehen und die Weise zu einer Suche. Entschuldige bitte meinen Dialekt. Wenn er dir nicht gefällt, wär's nicht da. Entschuldigung. Okay, wir haben gute Arbeit vollbracht. Ach du heilige Scheiße. Gebürst.
Gebüsch habe ich schon gefunden. Weil ich habe gerade Gefäß und Scheuerbürste zusammengelesen. Gebürst. Gebürste. Okay, Scheuerbürste, Mikroskop, Tambourin, Stift, Posaune, Flasche, Pfeilspitze. Warum finde ich immer Tomaten? Warum finde ich immer Baseballschläger? Ich glaube, das möchte mir irgendwas sagen. Ich muss irgendwen totschlagen. Und ich muss jemanden vertomaten. Na, das sowieso. Warum kann man nicht ins Scarabius suchen? Der ist nämlich ein Taschenrechner. Irgendwie bin ich gerade zu blöd, irgendwas das zu sehen. Das ist das Mikroskop. Tatsache. Da, nein, das brauchen wir nicht. Die Posaune wird doch... Was eine Flasche haben wir hier. Danke. Die Flasche ist da. Ah, stimmt, ja. Ein Stift. Oh Gott, wie soll man da jetzt einen Stift finden? Irgendwer hat den bestimmt im Stecken. Stimmt, der Elefant. Ja. So wie der schon guckt. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine E-Gitarre. Schade. Ich kann mir doch immer gebrauchen. Im Prinzip schon. Da ist eine Schaufel, um Leichen zu vergraben. Ein Frosch für Gift. Da hinten ist die Posaune. Ja, und das Tambourin ist hier. Ach nein, ich dachte, das Tambourin ist das da. Ist ein Tambourin nicht auch so ein... Ich dachte, das ist eine Trommelding. Oh cool, die Hantel, die passt zu mir. Ach, so ein Seitending? Ach stimmt, das könnte natürlich schaden. Ich weiß es nicht. Ein Fellophon haben wir gefunden. Ein Fellophon. Ah gut, was soll das da, die Pfeilspitze sein? Nein, scheinbar nicht. Stift. Wozu? Aber noch den Stift zu finden. Ja, mach du das mal, ich such die Scheuerbürste. Wir teilen uns mal lieber auf. Da unten. Oh mein Gott. Goldene Pistole für den goldenen Schuss. Super Idee. Dynamit, interessant, was hier man hier alles findet. Da sitzt auf jeden Fall ein riesengroßer Frosch im Regal, der mir jetzt gerade als aufgefallen ist. Ja, den habe ich doch genannt. Nie hörst mit. Nicht mal während des Zockens hört sie mir zu. Nein. Da jetzt wisst ihr mal, wie sie mich eigentlich behandelt. Oh, das ist ein Burger, den ich auch gar nicht. Ach, guck mal, da ist der Stift. Weißt du, du bist so verfressen, aber ich habe den Stift gefunden. Und jetzt, ja, sie hat gerade in meinen Arm gebissen. Sie isst mich auf. Oh mein Gott. Ich werde hier gerade lebendig gegessen. Such du mal lieber das Tambourin oder die Pfeilspitze oder die Scheuerbürste. Okay. Aufessen kann ich mich immer noch später. Nom. Aber süß schmecke ich nicht. Nee, du schmeckst eher schweißig. Entschuldigung, dass ich beim Sport war. Da ist eine Brille. Sag mal. Das ist eine Hantel. Ja, die habe ich auch schon erwähnt, aber... Du hast mir nicht zugehört. Nein, natürlich hör dir nie zu. Ja, das ist das Problem. Tja, jetzt erlebt ihr live, wie sie mich behandelt. Nie hört sie mir zu. Was? Genau das. Sag mal. Ich finde diese dreckige Pfeilspitze nicht. Ich finde gar nichts gerade. Die Brille, die in der Luft schwebt, aber sonst... Hä? Ich glaube, ich bin da bestimmt schon 10-mal drüber gefahren. Mit Sicherheit. Oh, verflucht, wir haben ein strenges Zeitlimit. Also ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde sollten wir es schaffen. Ja, vielleicht, aber das Zeitlimit ist auf alles bezogen, das ganze Spiel. Na toll. Das ist dir bewusst. Nein. Jetzt ist es dir bewusst. Eventuell. Oder soll der Tambourin der Hut sein? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall ein Musikinstrument. Jetzt ist es doch ein Hut. Was ist das denn da? Das sieht aus ein bisschen wie... Das sieht aus wie ein Sitzdonut. Eigentlich wollte ich sagen, so ein bisschen wie eine Vagina, aber... Sag ich doch, ein Sitzdonut. Ach so, okay, eine Vagina ist ein Sitzdonut. Das ist die Scheuerbürste. Ah, haben wir jetzt live von einer Frau gehört. Der Sitzdonut ist eine Vagina. Oder sieht oder aus wie eine. Vielleicht auch das. Dann setze ich mich nächstes Mal auf dich drauf. Kein Problem. Klingt jetzt irgendwie sehr falsch. Und das Tambourin? Ja, dachte ich mir auch schon. Nein, das andere nebenan. Das da? Ja. Das sieht eher aus wie eine Säge. Nein, das ist nicht. Du bist eine Säge. Ja, schau doch mal. Weiß ich doch nicht, wie ein Tambourin aussieht, Mann. Ich dachte, das ist die Trommel. Ich dachte, ein Tambourin ist eine Trommel. Warum ist da eigentlich ein Schokokuchen? Was? Ja, schau es dir doch an. Oder Torte. Und warum ist da ein Burger eingeklemmt zwischen dem Bild und irgendwas? Was soll das da sein? Ein Ledergürtel? Lederriemen? Vielleicht ist das das Tambourin.
Stimmen zum Schüttelding. Ah! Okay, wir haben es gefunden, zum Glück. Aus dummem Geschwätz hat man was Sinnvolles gemacht. Jetzt haben wir uns voll blamiert. Eigentlich nicht unbedingt. Das sah aus wie ein Lederriemen. Und hier ist ein Schraubenschlüssel, aber den brauchen wir auch nicht. Nee. Wir brauchen nur Pfeilspitze. Ein bisschen weniger fluchen wäre wahrscheinlich auch gut. Eine Haubitze. Eine Haubitze, was? Eine Haubitze. Okay. Das ist eine Haubitze? Das ist, glaube ich, ein Vogel. Oder? Eine Haubitze ist ein Vogel. Eine Haubitze ist ein Artilleriegeschütz. Das ist aber auch ein Vogel, glaube ich. Da frag ich mich was. Jetzt nach. Eine Haubitze ist auf jeden Fall aus dem Ersten Weltkrieg ein Dings. Ein Artilleriegeschütz. Hier mich vollends, wenn das jetzt nicht wird, aber stimmt. Meine ich sogar heute teilweise noch benutzt. Das ist das Ding, wo du den Boden steckst, sozusagen, und dann rausschießt, so Art wie ein, ja, wie ein Artilleriegeschütz. Ha, mal auch immer. Ein Vogel. Okay, es ist auch ein Vogel, aber es ist auch eine Waffe aus dem Ersten Weltkrieg. Damit hat man im Prinzip so Granatengeschosse, mehr oder weniger, ja, ungefähr Granaten, ähnliche Auswirkungen hatten die. So, das da. Genau das, nur im Ersten Weltkrieg waren die zum in den Boden stecken und dann hast du angezündet, halt wie eine Art Kanone, nur besser und weitreichender. So, die Pfeilspitze, ne? Ja, genau. Ich dachte immer noch, dass das schlecht ist. Es ist auch nur, nein. Hat die sich hier drin vielleicht verborgen? Im Schweizer Taschenmesser? Nee. Schweizer Taschenlaser. Ja. Sag mal. Da unten ist, glaube ich, Dynamit. Ja, das habe ich vorhin auch schon gesagt! Weib! Die steppert! Und die kann eine Fledermaus. Ja, ich sehe alles Zeug, was unnötig ist. Nur die Pfeilspitze sehe ich nicht. Ja. Ich komme jetzt vor, wie ein Vollidiot. Ich komme ja. Nein, das ist einfach noch Riss im Sofa. Wo zur Hölle? Wir schauen wahrscheinlich überall hin, nur gerade da nicht. Ja, ja, wir erkennen es einfach nicht als solches. Ja, so wie das Tambourin. Außer wie ein Lederriemen. Weil es versteckt war halt. Stimmt, vielleicht ist er auch einfach irgendwo versteckt. Aber das dachte ich mir auch. Total die Lederkappe vom Kopf. Vielleicht ist er im Vogel im Arsch. Da hinten mit drin. Ja, könnte passieren. Hm. Hat er die Legoschnee? Hat die die. Ah, guck mal, da ist sie. Hat die die? Ja, ich wollte gerade sagen, hat die die einen Kopf? Oh, die hat die tatsächlich einen Kopf. Yay, alle Hinweise gefunden. Wir spielen, wir haben Lau und Schlau gelöst. Oh, vielleicht noch nicht. Lau und Schlau? Ja, ich hau die nämlich gleich kaputt. Ein Iglu. Oh, da ist sie schon. Jetzt darfst du eine Säge suchen. Geil. Und das ist noch eine Krippzange. Ein Hasen? Da, das könnte die Grippzange sein. Ja, sehe ich auch so. Du findest mal den Hasen. Mutter und Schraube. Soll ich dir mal. Da ist der Hasen. Soll ich dir mal einen richtigen Hasen zeigen? Ich finde das ja voll süß, wie das immer so blinkt und dann deine Tasche. Ja, das ist echt schön gemacht. Ananas. Ist die Ananas? Oh, das ja, weiß ich nicht. Also ich sehe keine Ananas, aber ich sehe eine. Nasse Anna. Was? Eine Art Schock gesehen. Moment, die Klarinette, wo ist denn die bitte? Brauchen wir eine Schnecke? Nein, wir brauchen, nee, wir brauchen keine Schnecke. Eine Sicherheitsnudel. Das ist eine AK. Okay, ist das wichtig? Nein. Nein. Hast du zufälligerweise eine Sicherheitsnudel gesehen? Ja, ich habe Mutter und Schraube gesehen, hier. Ich weiß gerade nicht, wo das war. Na toll. Guck mal, ist es creepy. Das ist das die Säge sein? Ja, ich meine auch. Nein, falsch. Best. Failed. Wir haben Zeitabzug bekommen, danke. Ich hab dir vertraut. Ja, ich hab dir auch vertraut, Bitch. Haupt. Weit. Da oben ist die Ananas. Don't call me Bitch, Bitch. I call you Rich, Bitch. Nur weil ich Rich, Bitch bin? Na eben. Eben. Warum ist da ein Eisenbusch? Und ein Brokkoli? Und das ist die Klarinette. Wo? Am Geländer. Da. Ah! Thaddeus, das haben wir für dich getan. Aha. Oh, cool. Ja, müssen wir dich finden? Ah, nein, erstmal nur wahrscheinlich so viel wie nötig, nur. Okay.
Ah, falls man, weil du kannst ja auch auf die Karte zurückkehren, falls du nicht alle Hinweise findest. Man muss nämlich nicht alle. Eintrag 2, bewege die Tagebuchstücke durch einen Linksklick, drehe die Stücke mit einem Rechtsklick oder durch Drücken der Leertaste, während du sie bewegst, kannst du auch... Ah, ja, okay. Das ist auf jeden Fall seine Drecks-Wichsgriffel. Seine Wichsgriffel. Oder ihre Wichsgriffel? Das ist ein Bett. Nee, das sind seine Wichsgriffel. Das müssten aber dann da unten hin, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Hier irgendwie müsste er hin. Hä? Ach, Moment, das ist auf jeden Fall ein unteres Stück. So, ja, das sind seine Wichsgriffel. Und das Ding kommt dann hier unten rechts rein? Nein. Nee, nach oben. Meinst du? Nein. Oder oben rechts, meinst du? Hä? Das ist auf jeden Fall ein Eckstück. Ein Dreckstück. Ich sagte Eckstück. Ein dreckiges Eckstück. Ah, guck mal, das dann ist die hässliche Fratze dahinter. Wohin? Was denn das? Das sieht aus wie ein Geschwür. Ja, das sieht aus wie sie. Das ist ein Teil von ihr. Oder? So, das ist eine Beleidigung, glaube ich. Oder ist das er? Ja, er ist schon hässlich, aber nee, das sind die Augen von ihr. Er ist schon hässlich. Was? Nein, das passt nicht. Ja, dann Moment. Ah, das ist ihr Grippelfinger. Was? Das ist ihr Wichsfinger. Ihr Masturbierfinger. Es ist doch so! Das ist schön. Es ist die Wahrheit. Auf jeden Fall haben wir sehr viel Spaß, offensichtlich. Ich glaub, ja, das kommt hier. Nee, nicht ganz. Da. Ja. Bad, du gehörst dahin, du dreckiges Bings. Ah, sehr schön. Trägiges Stück Buselkörster. Du musst das anders umdrehen. Halt, nein! So, noch eins? Ja. Und dann musst du das da. Ja, das ist das da. Da haben wir viele Teile. Heiligsblechle. Ja, da kommt es hin. Wo, oh, da, gell? Nee, ja, hatte ich gedacht. Ja, ja, genau. Passt perfekt. Super. Wie kommen da jetzt bitte noch? Alle wahrscheinlich. Ja, irgendwie habe ich auch so das Gefühl. Was ist denn das? Nee. Ich leg das mal kurz zurück. Das gehört zu ihr? Ja. Die Haut? Ihre Brust. Ja, die hat keine. Doch. Bisschen. Minimal. Vielleicht A. Wenn es gut läuft. Vielleicht minus A, die gehen nach innen. Ich habe Gräser gekrischt als die. Ja, das stimmt. Entschuldigung, dass sie so trainiert sind. Entschuldigung, dass sie so schwabbelig sind. Das kriegst du nachher zurück. Danke. Nein, das sind ihr Brüst. Meinst? Ja. Das passt da überhaupt nicht hin. Andere Seite. Da hin. Ihre anderen Brüste. Ihre anderen Brüste. Das sind also halt ihr Brüste. Arm. Ja, ach so. Ja, Armbrüste. Okay, macht Sinn. Ja, danke. Für den dummen Witz. Ich sehe hier nichts Dunkles. Ja, ich sehe hier nichts Sinnvolles, wo es hinpasst. Andersrum ist der da. Das ist so, meinst du? Ah, tritt mich halt. Tritt meinen Fahrarm. Nein, nicht ganz so weit hoch. Nicht ganz so weit hoch. Hier hinquer. Aha, Tatsache, das passt. Guck mal, jetzt sind es ihre Brist. Guck, das sind die Brist. Mein liebes Weibel. Na, Tatsache. Wo ist ihr Fratz? Abrichten. Toll. So wahrscheinlich? Nein, fast. Doch. Tatsache, wenn man aus dem Bild fährt, was für ein Hightech-Computer vor allem. Ja. Ja gut, es ist 84. Dann steht er mitten im Gras. Es ist 84. Du bist 84. Na, ja, das könnte schon hinkommen. So fühle ich mich täglich mit dir.
bedanke ich mich auch mit dir. Das liegt an dir. Bitch. Du bist nur moje Fratz. Hey. So, wenigstens sieht sie besser aus als er. Na, immerhin. Er hat auch so den Pedo-Blick. Er ist vielleicht auch einer. Mit Sicherheit, ist vielleicht ihr Vater. Bad. Das ist jetzt eskaliert. Du Mulher, das ist ihr Vater. Ja, genau, da gehört das Stück hin. Jetzt könnte ja sein. Könnte ihm passiert sein. Dass ihm da einfach auf einmal ein Tumor wächst. Hey, man muss mit allem rechnen. Spontan Tumor. Spontan entzünden. Spontane Selbstentzündung. Sowas passiert. Das existiert wirklich. Ja, sehr gut. Hab ich schon selber gehabt. Hab ich auch schon gehabt. Wir waren siegreich. Ein faszinierender Mann. Der Herbsttanz war genau das, was von mein Heimweh geplagtes Herz gebraucht hat. Für einen Tanz ist stets die richtige Zeit, pflegt mein Vater immer zu sagen. Seit meiner Ankunft in England fühlte ich mich hier nun erstmals wie zu Hause. Auf der abendlichen Feier begegnete ich außerdem ein... Kann man das vielleicht langsamer machen? So schnell kann man doch nicht vorlesen. Mindestens läuft die Zeit nicht. Vielleicht kann man den gleich genauer lesen. Menüpause. Nein. Dann weiter. So. Ja, das ist schön. Auf der abendlichen Feier begegnete ich außerdem einem schneidigen Mann namens Charles Dalimar. Er sieht wirklich ausgesprochen gut aus. Naja. Ich glaube, er hat den halben Abend nur mit mir getanzt. Und wenn wir nicht wie zwei meiner jungen Schäler, was? Schäler? Der sieht aus wie ein Meiner jungen Sparschäler. Ja. Über die Tanzfläche schwebten. Über die Tanzfläche schwebten. In eine ebenso fesselnde wie was? Prosaische Konversation. Perverse Konstellation. Okay. Ja, das musst du sagen. Ich muss einen ziemlichen Eindruck auf das jetzt bitte halten? Vieles auf ihn gemacht haben, da sein Blick den meinen selten losließ. Und wir haben stark überzogen. Minimal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die erste Folge ging sogar mit extra lange. Mit extra lange. Okay. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.